liebe Freunde des Panzersports. Heute will ich mal den zweiten Satz von Panzern fahren. Die Panzer, die ich fahre, die sind, gehören alle zu dieser Tankfest-Mission. Das sind alles Panzer, die es tatsächlich im Tankmuseum gibt. Ich hoffe, ihr könnt mal sehen. Heute geht's weiter. Fangen wir gleich mal an mit den Ram 2. Bin ich die schon mal gefahren? Nein. 0 EP. Kanone kenne ich aber. Das ist die, die auch der Churchill 3 hat. Und ja, das ist halt irgendwie schon Legende. Am Churchill 3 jedenfalls. Wobei der Churchill 3 auch eine ganze Ecke mehr Munition hat damit. Wie das hier mit dem Medium aussieht, das sehen wir gleich. Ich denke, es wird reichen. Sehr hoher Durchschlag, spätestens dann mit APCR. 180, glaube ich. Also das wird ganz gut werden. Und wir sind im Fünferspiel. Ja, Matildas, sind das alles? Sind die auf der Mission unterwegs? Na gut, gehört nicht dazu. Zwei Panzer 5-4, sehr unangenehm. In mehrfacher Hinsicht. Nee, da könnte sein, dass es ein bisschen von der Mission beeinflusst ist. Aber das Tankmuseum hat einfach so viele Panzer. Also. So, ich würde sagen, ich fahre mal rechts hoch. Mal gucken, ob da was mitfährt. Sonst müssen wir gleich wieder umkehren. Denn was mir da nicht passieren sollte, ist, dass da zwei wild gewordene Panzer 5-4 mir entgegenkommen. Gut, das kann durchaus sein, dass sie über die linke Flanke alles wegnehmen wollen. Kann auch sein, dass sie durch die Mitte fahren. Nicht viele Heavys, ja. Wäre vielleicht gar nicht mal das Dümmste für die. Also die Kanone ist tatsächlich gut genug für den Panzer 5-4. Aber das heißt natürlich nicht, dass sie mich trotzdem von einer Sekunde rausrahmen. Oh, Tarnwert sieht ganz gut aus. Bei dem Kleinen hier. Achso, hat keine HE-Munition. Das ist bei manchen anders. Der, die Russen haben die ZS-57, glaube ich, heißt hier die. Ja. So, doch gleich APCR geladen für Panzer 5-4, nur das Beste, nur vom Feinsten. Rex-Panzer! Ja, kriegt aber auch schon gut versorgt, sehr gut. So, was haben wir da? Nicht gesehen. Jawoll! Die, das ist mir so egal. Hauptsache, ich habe einen Panzer 4 rausgenommen. Bin damit schöner. So, das ist doch schon mal ein guter Anfang. Das ist kein guter Anfang. Ja, wir haben jetzt auch keinen Support, leider. Also ich muss zusehen, dass ich hier auf jeden Fall so fahre, dass ich hier voll bestimmen kann. Na schön. Was haben wir denn eigentlich? Gut, ja, das ist ein ordentlicher Panzer.
bin schon dreimal an dem Schuss vorbeigefahren jetzt hier. So. Also er dürfte eigentlich nicht mal rauskommen. 8:5, sieht auch gut aus. Wo ist denn der Medium hin? Will der mich irgendwie umgehen? Rechnen. So, das hat doch gut geklappt. Und ist immer noch der Frostbite hier drin. Na, jetzt hier, keine Schweinereien machen. Frostbite ist vielleicht clever genug, um sich zu verlegen. Das ist ja schon mal was Bemerkenswertes. Ja, und jetzt steht es nur 4:3 nämlich. Also das sah ihm schon aus wie ein Safe Win. Und jetzt haben wir noch einen Elzer, okay, das ist eine gute Nachricht. Und eine AT2, das ist auch eine sehr gute Nachricht. Also wenn die beiden sich da jetzt auf den Kampf einlassen, dann hätten sie es gar nicht mal so leicht. So, das wird jetzt nochmal ganz schön eng hier. Wenn das schön Feuer war, das ist jetzt auch vorbei. Nein, nicht nachladen, nicht nachladen, du musst nicht nachladen, Leopard, nein, du musst nicht nachladen. Jawohl, gute Runde, guter Anfang, 2000 Schaden gemacht, 3 Kills, sehr schön. So läuft es. Ja, Panzer funktioniert. Ich glaube, ich bin ihn einfach nicht gefahren, weil es ist halt ein Sherman. Es ist halt noch ein Sherman. Ne? Also ich meine, ich mag zwar Shermans, aber heißt jetzt nicht, dass ich sie so ständig in jeder Variation fahren muss. Der Grizzly, was ist ein Grizzly? Frostbite, den bin ich viel gefahren. Ich hatte mal irgendwie gestern erzählt, dass ich Probleme hatte mit englischen Mannschaftstrainern und dass sie mich über den Zweier so gefreut habe. Was dann wirklich sozusagen den Knoten gebrochen hat, ist dann, als der Frostbite ins Spiel kam, beziehungsweise die Variante. Es gibt den Frostbite, Frostbite ist der mit Lackierung, kanadischer Sherman ist das, und es gibt den noch ohne Lackierung. Den bin ich dann viel gefahren, Grizzly. Und damit kann man halt auch, ist ja ein Fünfer, da will man jetzt auch nicht ohne Skill fahren, aber naja, ist immer noch besser als irgendwie mit einem 6er, 7er. Ich weiß nicht, was ich sonst hatte für Premiums. Ja, gute Runde. Das ist klasse. Oh ja. So, aber muss ich jetzt das hier mal gucken. Interessiert mich jetzt mal. Britische Premiums, was war denn mein kleinster? Also beim Franzosen war es auch ganz schlecht. Da musste ich die ganze Zeit mit einer Arti die Mannschaften trainieren. Deswegen habe ich auch endlos viele Spiele auf der Premium-Arti von den Franzosen. Die ich die jetzt nie so richtig gut fand. Die war stark, aber war jetzt nicht mein Lieblingspanzer. Und war halt nichts anderes da. Französische, ich glaube, der zweite war ein 6er oder ein 7er, also damit wollte ich das nicht. So, also Steadfast hatten wir, genau, da haben wir gestern gesprochen. Den 6.1 gab es auch nicht. Keine Ahnung, ob es die gar nicht gab oder ob ich die einfach nicht hatte. Also britische 6.1 wohlgemerkt, ne? Ja, Vanquish, auch okay, den hatte ich dann irgendwann, den fand ich aber auch schrecklich. Also das ist wie eine Matilda. Inzwischen ist er besser geworden, weil er nicht mehr gegen 6er fährt. Also das macht, glaube ich, viel aus für den Panzer. 4er sind ja ganz normal gegen 6er gefahren, das ist jetzt nicht mehr der Fall. Und das heißt, die Panzerung funktioniert natürlich besser und mit der Kanone hat er halt auch überhaupt kein Problem. Die Geschwindigkeit
Ist halt größer als bei Matilda, aber letztendlich, wenn du gegen Sechser fährst, ist das alles pieps egal. Aber so ist er jetzt wahrscheinlich ganz gut spielbar. Aber ihr seht, 800.000 EP, nur für Mannschaftstraining. Genau, dann kam der, die waren alle, sind alle neu. Der Grizzly dazu, 1,6 Millionen, also den habe ich dann ziemlich gefeiert. Die anderen sind alle neuer. Boilermaker hatte ich recht früh, aber das ist dann schon Sechser. Ein Sechser, Medium, ohne sechsten Sinn. Also das ist schon, also ganz ohne Skills, das ist schon hart. Es kann aber sein, dass das tatsächlich mein niedrigster war. Den Boilermaker habe ich schon lange. Ein Scout geht gar nicht. Ja. Also die anderen, also das ist auf jeden Fall der längste, also der älteste Sechser, den ich habe. Könnte ein Snakebite oder Boilermaker, einer von beiden. Und, ja gut, mein Scout. Die sind beide neu. Naja, gut, ach, da muss man jetzt nicht nachgucken. Also, wie gesagt, erst kam der Steadfast, dann kam, also der, das hat nie Spaß gemacht. Dann kam der Steadfast, dann kam der Grizzly und dann ging das. Bei den Franzosen, was komme ich hier in Schwatzen? Ja, den habe ich ausprobiert. Ganz schreckliches Teil. Fährt irgendwie 10. Also, ich weiß nicht, wie schnell der jetzt ist. Er fährt 24, aber das erreicht er nicht, weil er einfach so lahmarschig ist. Das ist überhaupt nicht mein Teil. Gute Kanone, sehr gute Kanone, möchte ich sagen, und eine brillante Sichtweite. Also die höchste Sichtweite bis Stufe 7, glaube ich. Stufe 8 ist dann einer mit höherer. Überhaupt nicht mein Teil, ist so lahmarschig, ging nicht. Vierer nicht. Und Fünfer ist dann die AT, genau. Und damit bin ich ja 1,9 Millionen. Also nicht so häufig gefahren. Hat dann seitdem nicht mehr. Und das sieht immer noch so aus, tatsächlich. Also es gibt immer noch keinen Franzosen niedrigen, mit dem man sowas machen kann. Ist ja witzig. Also wenn ich jetzt eine französische Mannschaft ohne Skills hätte, würde ich den wieder nehmen. Nein, würde ich nicht. Na gut. Okay. Genug der Schwatzereien. Jetzt wird hier weitergefahren. Ram hat gute Arbeit geleistet. Jetzt der M4, den wir ja sehr lieben gelernt haben mit dem anderen Account, der muss jetzt auch ran. Ich habe natürlich die Dropgun eingebaut. Ist ja klar. Bin sehr viel zum Spaß hier. Und jetzt geht das los. Bin ich mal gespannt, ob das mit dem jetzt auch klappt. Gestern mit dem Hetzer ja nicht so mit der Dirtgun, aber Sherman ist halt auch kein Hetzer. Was ich jetzt nicht gemacht habe, ist, ich habe relativ blind den Top-Turm eingebaut. Ich weiß gar nicht, ob der andere Turm auch deutlich mehr Panzerung hat. So ist es ja bei den 6er Shermans. Aber na gut, ist jetzt wie es ist. Sichtweite ist dafür besser. Also bei dem Sechser Sherman lohnt sich das, weil, also jedenfalls beim Jumbo, ich weiß gar nicht, ob es beim ED8 auch so ist. Beim Jumbo lohnt sich das, weil er halt ohnehin gut gepanzert ist. Und wenn man dann noch einen sehr gut gepanzerten Turm draufpacken kann, das ist schon ein Riesenvorteil. Und der Unterschied ist gewaltig. Müsst ihr euch mal anschauen. Wenn ihr Jumbo fahrt, müsst ihr euch gut überlegen, welchen Turm ihr nehmt. Sichtweite geht in den Keller, aber die Panzerung ist wirklich gut. Und schon wieder ein Fünfer. Crusader, Crusader, da ist ja Churchill 3. Valiant auch gefährlich, D34. Das sieht aber ganz normal aus. Ich glaube nicht, dass sehr viele Leute jetzt hier diese Mission auf die Mission groß acht geben und schon gar nicht auf der Stufe. Ja, die Auswahl war ein bisschen komisch. Ich hatte gestern gesagt, ich hatte ja den Panzer 2, hab ich nicht und den gibt es auch nicht mehr. Achso, heute übrigens habe ich den Excelsior ausgelassen. Also da habe ich jetzt, habe mir das überlegt, aber ich wollte nicht extra Gold für ausgeben. Das tut mir leid, Leute. Sieht nicht aus wie ein interessanter Panzer für mich. Ich kenne ihn halt nicht, aber. Jedenfalls. Genau, da habe ich ja den Zweier genommen, den Steadfast. Der heißt offiziell Light Tank Mark 6. Oder 6C, also 6C, glaube ich. VIC, genau, 6C. Und den 6C hat das Tankmuseum nicht, aber es hat den 6B. Also, pff, ja. Also, weiß nicht. Zwei Vergaser haben sie rangebaut beim 6C und die Kuppel haben sie abgebaut und noch irgendeine Kleinigkeit. Also, weiß nicht, wenn sie jetzt auch sagen sollen, jo, den gibt es auch im Tankmuseum. Ja, perfekte Stelle. Also das ist auch wirklich, da würde ich auch der Panzerung mal ein bisschen was zutrauen hier, wenn er so steht. Und natürlich kann die pushen, bis der Arzt kommt. Ach, was fährst du denn hier um die Kurve rum? So geht das nicht. Das sind Putz, ne? Tschüss.
dachte ja, da würde ich auch der Panzerung ein bisschen vertrauen. Allerdings nicht aus jeder Richtung, offensichtlich. Ach, da komme ich nicht durch auf einmal. Ja, so ist es halt. Jawohl. So, dann wollen wir nochmal vorfahren. 14:11. Anfang ist gemacht. 100 Schaden noch schon. Ja, ich glaube, dann macht's möglich. So, lieber Crusader. Mit dir wollte ich mich nochmal unterhalten. Ganz in Ruhe. Ja, da haut ab. Das heißt hoffentlich, dass da nicht allzu viele Sniper hinten stehen. Ist halt die Frage, wenn er jetzt irgendwie 5 Sniper stünden, dann würde er, glaube ich, nicht abhauen. Ne? So viele Panzer haben die auch gar nicht mehr. Ah, Double Valiant ist er. Ja, Crusader kommt auch gleich an den Start. Der ist natürlich, hat natürlich die Kanone. Der Crusader. Er zieht sich immer weiter zurück, ja, macht das ganz clever. Das Spiel sieht natürlich schon mal sehr gut aus. 1600 kleinere Waffen wieder. Sherman macht's möglich. Aber. Crusader versucht dann noch sein Möglichstes. Der kann mich auch rauskriegen. Also, so wie der geschossen hat gerade. Gute Treffer gemacht. Und die Kanone kann es mit Sicherheit nicht pennen. Das ist die, von der ich eben gesprochen habe, die der auf der Ram hat. Der war niedrig. Crusader steht direkt vor mir. Das hat sich doch mal jetzt gelohnt. Das war die Mühe wert. Ach, der Schirmen. Ach, Mann, ey. Was für ein geiler Panzer. Ich weiß nicht, warum ich den... Ich hab den bin ich ja schon mal gefahren. Das ist ja heute nicht das erste Mal. Also auch nur mit dem Account nicht. Ich weiß nicht, warum ich den nicht schon vorher so geliebt habe. Das mit den Derpguns, das ist ja später losgegangen, offenbar. Dass ich die so mag. So, was haben wir denn eigentlich? 85, ja, das müsste klar gehen. Das Two-Shot bin ich für ihn. So. Der ist im Boss hier. Leider. Schade. Wollen wir jetzt nochmal Heat schlagen? Okay, nee, machen wir nochmal. Komm. Sind ja bezahlt. Ja, ich weiß, dass das so nicht funktioniert. Och Mensch, nicht aufgepasst, das hätten wir nochmal einen Schuss reingekriegt. Ja, gute Runde, mal wieder. Sherman. 2500 Schaden, 4 Kills. Sehr nice. Ja. Gott, was für ein guter Panzer. So, dann bin ich mal gespannt, ob ich mit dem Crusader mich auch so gut anstelle wie. Oh, Dumitru. Das ist gut. Wie der gerade.
So, was haben wir jetzt hier in der Reihenfolge? Müsste eigentlich der Crusader kommt schon kommen, ne? Da kommt ein Deutscher dazwischen. Ne, wie kommt er da fest? Ach, T14 kommt noch, genau. Ja, das habt ihr vielleicht schon mal gesehen, das Ding. Den habe ich noch gar nicht so lange und dann auf beiden Accounts kurz nacheinander mir geholt. Habe ich früher viel Respekt vor gehabt, aber so gut ist die Panzerung nicht. Wenn man drin sitzt, dann sieht das immer ein bisschen anders aus. Habe vielleicht einfach scheiße geschossen. Ist halt ein Heavy. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Bisschen durchschlagsarm, aber ist auch hat auch präferential Matchmaking. Aber jetzt, gut, wenn man Premium mit hat, genug, dann geht das schon. Kanone funktioniert, Geschwindigkeit ist höher als man denkt. Also als ich dachte. Eigentlich ein ganz, ganz, ganz nettes Teil. Und gibt es scheinbar wirklich. Steht jedenfalls im Tankmuseum, offensichtlich. So, ja, kaum haben wir einen Preferential Panzer schon von mal gegen 6er. Tock. Objekt. Ja. Ich weiß nicht, wir probieren mal die Mitte. Für normalerweise ist AB-Reihe fahre ich ganz gerne nach vorne, aber fühle ich mich ehrlich gesagt ein bisschen langsam zu. Da gibt es so ein paar Fenster, an denen man vorbei muss. Nee, darum geht es nicht. Muss man halt nur aufpassen, natürlich, dass man nicht vom Mühlenberg. Wie ist der? Veo. Vom Veo Mill Hill beschossen wird. Komm ich wieder auf Deutsch, heißt bestimmt nicht Veo. Bist du aufgegangen, lieber Skoda? Ja. Versuchen wir es hier innen. Eieiei. Ist nur ein Medium, aber es ist ein super gefährlicher Medium. Und 40 halt ist halt eigentlich ein Heavy. Ja, genau deswegen. Ach du Scheiße, auch noch eine Stui. Dann machen wir wenigstens noch ein bisschen Schaden in den Capture rein. Das war nix. Mitte war nix für mich. Oh, der hat aber auch hier Gunmarks bis zum Anschlag, ne? Das war kein gutes Spiel hier. Ja, ich wollte halt dem Valiant helfen und dann kam Saul um die Ecke. Da hätte ich halt hier bleiben sollen, da wo der Stück jetzt steht ungefähr. Und dann wäre nur der eine gestorben, der da vorgefahren ist. Na gut. So, jetzt kommt da der Crusader. Was haben wir eigentlich noch? Oh, T34, ja, den nehmen wir mal zum Schluss dann. Crusader, ja, hat die gleiche Kanone, glaube ich. Jetzt gucke ich gerade noch mal.
6 Pfünder, genau. 6 Pfünder 3 A ist es bei dem, aber der Durchschlag ist auch sehr hoch hier. 100, 570, bei dem ist er ein bisschen höher, 110, 180, aber gut, das macht den Kohle jetzt auch nicht fett. 75 Schaden haben sie auch beide, glaube ich. Jawohl. Also schon im Wesentlichen die gleiche Kanone. Der hat hier noch HE, wobei habe ich HE mit? Ja, 5 Schuss hätte ich mir vielleicht sparen sollen. Der Durchschlag ist tatsächlich so hoch, dass man eigentlich. Und der Schaden von HE ist jetzt nicht so gewaltig. Also muss man nicht unbedingt HE mitnehmen. HE ist ja. Also eine der wichtigen Sachen für HE ist, wenn ich jetzt unbedingt decappen muss, dass ich dann noch wenigstens mit HE irgendwie ein paar Punkte Schaden mache oder eine Kette zerstöre. Das stimmt auch. Das ist aber gerade bei so kleinkalibrigen Kanonen schlecht, weil die einen schlechten HE-Wert, schlechte HE-Munition haben, fast immer. Und wie gesagt, wenn der Durchschlag eh so hoch ist und mit APCR, dann wirst du auch normalerweise Schaden machen, ohne HE. Ja, müsste man mal raustun, die HE-Munition. Dann lieber noch 5 Schuss mehr APCR. Ja, zweiter Nutzen von HE ist natürlich, wenn so ein weicher TD vor dir steht oder vielleicht eine AD. Das funktioniert schon immer wieder. Muss man halt gut mit umgehen. Darf nicht einfach irgendwo auto-aimen, dann landet er irgendwo auf irgendeinem Zubehörteil und macht dann nur Splash-Schaden. Aber wenn die Treffer sitzen, dann macht man damit schon mehr Schaden. So, wir sind wieder Top-Tier und wir haben Verteidigung. Ach. Ich glaube mal, dass ich das nicht mag. Kann man da raus? Kann man da irgendwie auf P4? Ich versuche es mal. Wo man an die Kante kommt. Das ist schon eher ungewöhnlich. Weißt du, kann ich habe das. Die haben die Karte jetzt wieder eingeführt vom halben Jahr oder so. Ich weiß gar nicht, ob es vorher einen Angriffsmodus gegeben hat. Aber wahrscheinlich. So, Crusader, ja, also steht der letzte uninteressante Panzer in einer Reihe von Legenden, möchte ich sagen. Danach kommt der Cromwell, absolut legendär. Comet, gut. Mag nicht jeder, ich finde ihn richtig klasse. Ja, danach die Centurions. Ja, das war für mich nichts hier. Die Position ist da, aber ich erinnere mich übrigens an das legendäre beste Spiel meiner Karriere. Da bin ich so ähnlich gefahren. Wer macht mich denn hier auf? Ja, das hätten die hinter uns ein bisschen besser regeln sollen. Ne, die konnten das nicht erreichen. Also das war ganz bescheuert hier. Also so ein Move zu machen ist schon mal okay. Aber da kam halt nichts mit. Da waren zu wenig Leute einfach. Und deswegen hätte ich das abbrechen müssen. Das war keine gute Idee. Ja, war das auch ein Verteidigungsmodus? Ich habe irgendwann mal mit dem E50 so einen riesen Spiegel abgeliefert und da habe ich so einen ähnlichen Move gemacht. Der ist allerdings so schneller. Und konnte dann in die ganzen, die dann so ähnlich standen wie jetzt, das waren dann die ersten paar Punkte, die ich gemacht habe, hier quer gefeuert in die oder Mediums oder sowas, das war. Und von da aus ging es dann weiter, dann über die Wiese. War ein sehr gutes Spiel. Gut! Okay, es steht aber 12 zu 8. Ich sag mal, unser Opfer hat den Sieg erst möglich gemacht. Aber wir fahren weiter. Churchill haben wir jetzt, ne? Ja, Churchill.
Ich mag den irgendwie. Also besonders gut ist er, glaube ich, nicht. Also weder der Churchill noch der Churchill 7. Also Churchill 1 noch Churchill 7. Churchill 3 ist sehr gut. Der hat diese saustarke Kanone, sehr hohe DPM. Aber die selbst mit der gleichen Kanone ist der Churchill 1 nicht so gut. Was sie inzwischen gemacht haben, die haben ihnen so eine Derp Gun da vorne gegeben. Also die war da schon immer dran gebaut, aber die funktioniert jetzt auch. Ja, aber das ist wirklich eine ganz schlechte Derp Gun. Also das ist die 4er Derp Gun und die haben sie noch verschlechtert. Ja. Was hat da? Ja, immerhin 175 HP, aber der schickt gar nichts. Also der macht doch kaum so gut wie keinen Splashdown. Also der ist wirklich. Und die ist natürlich steif nach vorne eingebaut. Also, nee. Also mit der Dogcrank kann er nichts reißen. Ansonsten ist der Panzer wie vorher. Ja, also warum nicht? Gut, dann fahren wir mal eine Runde Churchill. Ja, ich mag die, wie gesagt. Sind die kultig, sind historisch irgendwie interessant, weil sie halt den ganzen Krieg, glaube ich, übereingesetzt wurden. Die haben diverse Umbauten gehabt, also nicht, also gut, Verbesserungen sowieso, aber auch irgendwelche Fancy-Pansy-Panzer, mit denen sie irgendwas ausprobiert haben, Bergepanzer, Brückenlegepanzer, Flammenwerferpanzer, Mörserpanzer, also ich fand den interessant. Die Soldaten waren wohl auch sehr zufrieden damit, sonst hätten sie den nicht so lange eingesetzt. So, Stufe 5 mit ein paar Sechsern nur. KV-85 ist natürlich, ja, sind natürlich alles Angstgegner. Ich werde trotzdem nach C2 fahren. Heavy Gasse ist hier eigentlich HJ-Reihe da unten, aber das finde ich sowas von nutzlos. Du kannst da nicht vor natürlich, weil hinten alles voller Sniper steht. Und hinten gehst aber auf, dafür reicht die Entfernung. Ja, dann kommt die Arti und schießt dich zu Brei. Also ich verstehe das nicht da unten. Ich weiß nicht, was ich da falsch mache. Wenn man keine Arti hat und guten Panzer, ja, aber mit Arti. Weiß nicht, was das soll. So. Wir fahren hier lang. Fast alleine. Auch sehr schön. Das kann man auch gleich wieder abbrechen. Nee, das brechen wir auch ab. Herrlich. Herrlich. Also wieder allerfeinste Spiele hier. Beste Team überhaupt. Meine Kanone ist zum Snipen gegangen. Ich kann mich auf den Balkon stellen. Ganz ätzend. Ganz ätzend. Ja. Ach, die fahren jetzt durch die Mitte? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ah, nee. Nee. Ich werde die mal von hinten supporten, aber. Davon kann ich nicht, das lohnt sich nicht damit zu fahren. So, da haben wir die KV. Also T-34 ist eh der gefährlichere Panzer, gefährlicher als der Bugatti. Ist das ein Bot oder was? Der steht da sehr bequem da. Den Bugatti, da komme ich ja durch den Turm, denke ich, ganz gut durch, aber nur wenn der Turm, weiß nicht, ob das auf die Entfernung auch so klappt mit meiner Kanone. Ja, doch. Nee, doch nicht. Ja, mehr für die Panzerung. Mehr für die Kanone, die ich habe. Immer schon merken, wo die Panzer sind. Ja, also Bugatti, Turm, ganz klar. Bin zu spät, muss mich hier verpissen. Three.
mit der Schule KV erwischt. Und da ist der Chat schon dran mit seiner Kanone, also das ist. Ja, habe ich zu spät gesehen. Früher wegfahren müssen. Jawohl. Der andere schießt wieder. Da ruhig mal stehen. Der ging ein bisschen hoch. Der war wieder drin. Der war wieder ein bisschen hoch. Ja, jetzt ist er weg, glaube ich. So. Wir haben ja einen Tok, der noch ziemlich viele Hitpoints hat. Das ist immer gut. Tok hat natürlich legendär schlechte Panzerung, also zum Beispiel im Gegensatz zum Churchill, aber hat dafür Hitpoints bis zum Anschlag und eine wirklich gute Kanone. So, das sieht mal ganz gut aus. Und wir haben hier wieder 2000 Schaden gemacht. Ja, also Churchill geht. Churchill geht. Braucht die richtige Position, den richtigen Call, dass wir uns da nicht vorgestellt haben. Und dann. Wo ist denn der Schuss gelandet? Und dann kann man damit arbeiten. So, da hinten war der, glaube ich, der KV. Das heißt, da im Süden ist der VK65 hier. Komm, Tok. Hast du schon runtergeschossen? Nein. Ah, schade. Naja, aber wir haben ja 2000 Schaden gemacht. Den Kill haben wir auch hingekriegt. Ich habe dann auf den VK die ganze Zeit mit APCR geschossen, weil der halt zu war. Und ganz ehrlich, da nehme ich lieber APCR, weil dann muss man halt nicht auf irgendwelche Weichteile schießen. Aber jetzt hätte ich wieder auf AP gewechselt für den VK. Ja, ansonsten Churchill. Oh ja, Treppchen. Sehr schön. Churchill kann man ruhig auch mal mit APCR schießen. Also der hat schon. Der hat zwar weiche Teile, aber der ist schon sehr hart. Jo. Schön, schön, Churchill funktioniert. Also man warnt immer davor. Es gibt viele Leute, die sagen, oh Gott, Churchill, nein. Sind halt langsam, ne? Und da muss man sich halt drauf einlassen. Es gibt auch zwei Premium-Varianten, den Oki und den. Achso, aus dem Churchill 3, also 3. Churchill 3, den Oki und den British Bulldog. Ich habe jetzt überlegt, ob ich den Oki fahre, aber da steht Churchill 1, also nicht in Churchill 1. So, jetzt kommt The Hidden. The Hidden ist, auf der Liste steht eigentlich Stuck 3G, glaube ich, aber habe ich nicht, also habe ich gedacht, nehme ich den, ist auch ein Stuck 3. Und zwar mit dem drittbesten Tarnwert im Spiel oder so. Ich glaube. Also ist unter den Top 5 jedenfalls. Wahnsinnig guter Tarnwert. Ich habe irgendwo einen Zettel liegen. Steht's drauf. Wahnsinnig guter Tarnwert. Kann man richtig gute Spiele machen. Er hat Präferential Matchmaking aus irgendeinem Grund, den ich nicht verstehe. Bisschen mehr Durchschlag und der wäre absolut geeignet in, gegen 7er. Also so gut wie alle anderen 5er gegen 7er geeignet sind halt. Der Tarnwert, der macht halt so viel raus. Das ist, ich weiß auch nicht, warum die gerade auf der Stufe so viel haben. Vor diesen heftigen Tarnwerten. Nummer 5 ist er. Nummer 5. Erste und zweite sind beides Dreier. Der dritte ist ein Vierer. Dann kommt, glaube ich, der Stritzwagen. Ja, Udis, ja.
Fast. Und dann kommt der Stuck hin. Ja, keine Ahnung, warum die die guten Tarnwerte auf die unteren Stufen packen. Ist mir nicht so ganz klar. Also so Leute wie so erfahrene Spieler wie ich, wir können damit halt mit sowas von aufräumen. Wobei Stufe 3 geht das noch so. Da wird eh so viel gejodelt, da achtet keiner auf den Tarnwert so ungefähr. Aber der Alecto, du liebe Zeit, das ist ja der drittbeste Tarnwert im Spiel. Das ist schon echt eine Ansage, das Ding. Ich habe irgendwann die Derp-Gun eingebaut, damit der nicht ganz so gefährlich ist. Und mit dem muss ich kein schlechtes Gewissen haben. Der hat übrigens auch die gleiche Kanone, der Alecto. Diese Quick-Firing 6-Pounder. Die der Ram 2 hat, der Churchill 3 und so weiter. So. Tarnwert in Svirogorsk. Ja. Also, ich versuche mal nach A2 zu kommen, weil die Position einfach so geil ist, wenn sie klappt. Ich muss nur aufpassen, dass ich abbreche, wenn da nicht genug Support mitfährt. Denn ich sehe den Tarnkreis. Also, es ist schon gut, dass jetzt im Stand ist, schon klar, aber es ist schon echt eine Unverschämtheit. Ich weiß gar nicht, ob das nicht sogar der größte Unterschied ist. Der Udis hat einen besseren Tarnwert, aber da müsste man mal gucken, ob also der Unterschied zwischen Sichtweite und Zahlenkreis, wie auch immer die beiden heißen, könnte beim Stuck besser sein als bei den kleinen jedenfalls. Ja, noch zwei Heavys, wunderbar, es reicht mir. Das Risiko gehe ich ein. Ja, Geschwindigkeit ist okay. Panzerung ist auch da. Also der Panzer ist wirklich eine Frechheit. Durchschlag ist gering, ein bisschen schlapp. Sieht auch daran, dass ich da eine ganze Menge APCR mitnehme. Aber wie gesagt, wenn du da ein bisschen was drauf tust. Achso, es gibt noch ein Stück 4, den es historisch glaube ich nicht gegeben hat. Oder, keine Ahnung, nur mal so dran rumentworfen wurde. Fast der gleiche Panzer mit schlechterem Tarnwert. Also, keine Ahnung. Für die Leute, die den hinten nicht schön finden oder so. Also da steht der Scout, steht da direkt neben mir, kann man schon fast sagen. Und der sieht mich nicht, weil ich zu weit, weil mein Tarnwert zu weit, der Fahrt wohlgemerkt, weil mein Tarnwert zu gut ist. Er hat irgendwas ganz Böses zugeschlagen, und zwar ganz böse zugeschlagen. Ja, das war blöd. Das war blöd. Auf den Scout hätte ich nicht schießen dürfen. Also, schade. Ich hätte irgendwie locker meine 2000 Punkte Schaden machen können, aber ich habe den einen Schuss auf den Scout machen wollen. Also ganz dumm. Ganz, ganz dumm. Und dann hast du halt irgendwie so ein, was ich KV3 mit Dirk Gun oder so, der mir gleich die Hälfte meiner Hitbounce weggenommen hat. Könnte. Ah, weiß nicht, vielleicht war es auch nur der T3485. Oh, das hätte ich so gut farmen können. Ja, dumm gelaufen. Also nicht dumm gelaufen, sondern dumm gewesen. Na gut, dann müssen wir jetzt das mit einer Runde T34 ausgleichen. Also, klassischer Fehler mit Scouts, aber auch mit solchen versteckten TDs. Nicht schießen, wenn man nicht schießen soll. Also, worauf kommt es da an? Der Scout hat mich eh nicht gesehen. Das war ja, das wusste ich ja schon. Das heißt, ich hätte ihn einfach wegfahren lassen sollen. Und dann hätte ich die Heavys farmen können. Das war der eine Schuss, der mir das Genick gebrochen hat. Also Kinder, nicht auf die anderen Panzer schießen. Nein. T34. Tja, das war lange Zeit einer meiner Lieblinge. War auch der erste Panzer, glaube ich, mit zwei Gunmags und einem Panzer ist. Das war damals noch nicht so selbstverständlich bei mir. Komplett geliebt, das Ding. Bin ich auch endlos viel mitgefahren. Drei Gunmags halt auch
War das mein erster Panther Galaxy? Nein, ein T-37 war mein erster. Der hat halt das sowjetische Pendant zu dieser Kanone, von der ich ja schon ein paar Mal erzählt habe, zu der Quickfang 6 Pounder. Der hat diese ZS-57, glaube ich, heißt sie. Also auch eine sehr schnell feuernde Kanone mit sehr hohem Durchschlag, dann spätestens auf APCR. Ja, okay, Basotto ist heftig. Ah, Calliope, Fury, interessant. So, dann fahren wir mal in die Stadt. Russische Mediums haben leider nicht so eine gute Sichtweite. Es fehlt auch noch. Den noch irgendwie mit 20 Meter mehr Sichtweite, die liebe Zeit. Ansonsten hat er alles. Ich finde ihn gut beweglich. Panzerung ist gut. Und diese absolut üble Kanone. Allerdings mit wenig Alpha. Und ich bin alleine in die Stadt. Und ich drehe wieder um. Also selbst wenn diese zwei TDs nicht kommen. Geiles Spiel wieder. Geiles Spiel. Ich pralle ab am Chefi? Wo gibt's denn sowas? Warte mal, Schwanger, können wir die gleich von ohne. Warte mal. Ja, du bist ja Optimist. Auf den Chefi aus 400 Meter Entfernung im Calliope schießen? Kann man machen. Ja, also das Spiel ist schon wieder super ätzend. Also ich hätte jetzt alleine in die Stadt fahren können. Aber dann wäre die Frage gewesen, warum? Man kann versuchen, dem T14 hinterher zu fahren, denn in dem Sumpf da auf der 12er Linie, erstmal ist es eh ätzend. Na gut, es gibt immer keine AD. Zweitens habe ich auch keine Gun Depression. Versuchen wir es mal hier. T14 lebt auf jeden Fall noch. Hab auch noch nicht gesehen, wie der beschossen wird. Jetzt. Ist links von mir einer geplatzt. Jetzt ist rechts von mir einer geplatzt. Ja, witzigerweise interessiert mich der Giro. Ist das er? Ne, ich glaube nicht. Also der Premium, 6er Premium. Ne, das ist ja auch gerade wieder ersetzen. Das ist der normale. Also das Team ist wieder hier herrlich. Was macht denn der Medium da? Cromwell. Nicht zu fassen. Nicht zu fassen, ey. Ich verstehe nicht, wie die Leute so einen Scheiß zusammen spielen. Was hat ein Cromwell da hinten zu suchen? Das ist irgendwie wahrscheinlich der schnellste Panzer auf dem Feld. Oder? Also Scouts gibt es. Doch, ein Chaffee, ja, der ist langsamer. Ja. Chaffees sind langsamer als Cromwells. Also super ätzend und sowas. So, brauchen wir jetzt Premium, KV, K50 Premium. Sechste, zwölf, ey, und ich habe auch noch nichts gemacht. Ja, was für ein Kackspiel, 4 zu 11. Links verloren, rechts dafür auf die Fresse gekriegt. Was für ein Drecksspiel. Also ich hätte ja wahrscheinlich mehr machen können, aber ganz ehrlich, wenn das Team so großflächig versagt, gebe ich mir keine Schuld.
Ganz ätzend, ganz, ganz ätzend. Also den Graben auch. Also sie waren da gut besetzt und die haben sich aber wegwischen lassen. Also ganz, ganz schlecht. Liebes Team, so spielt man das nicht. So spielt man das Spiel nicht. T14 sah erst gut aus, ist dann aber auch. Ja, der Bassotto. Also ist dann halt auch easy rausgenommen worden. Ich weiß nicht, warum der Bassotto der erst so spät rausgenommen hat. Das hat mich da noch ein bisschen verarscht. Ja, kein guter Abschluss, aber waren ja heute mal gutes Spiel dabei. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Mal gucken, erstmal nochmal. Ich bin genau auf dem sechsten Platz hier mit meinen drei Schüssen. Ganz, ganz schlecht. Na gut. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss.